Clara Fay war ein richtig öscher Mädchen. Ja, hier ungefähr auf der Höhe stand das Elternhaus von Clara Fay. Am 11. April 1815 ist sie hier im Herzen Aachens geboren. Der Vater von Clara Fay kam aus Eupen, er war ein Tuchmacher und hat mit seinem Bruder hier zusammen in Aachen eine Tuchmacherei eröffnet, also Tuche hergestellt. Er hat eine Aachenerin geheiratet, Katharina Schweling, und hatte mit ihr zusammen 5 Kinder. Der Vater ist sehr früh gestorben, im Alter von 42 Jahren. Die Mutter hat dann die 5 Kinder alleine großgezogen. Clara Fay ist zur ersten Schule gegangen. In der Biografie steht auf dem Seilgraben. Das war eine Schule einer ehemaligen Ordensgemeinschaft, die unter Napoleon ausgewiesen wurde, die Pönitentinnen. Und danach ist sie später auf die höhere Töchterschule gegangen in St. Leonard. Clara Fay war nicht die einzige aus der Familie, die einen geistlichen Weg eingeschlagen hat. Ihr ältester Bruder ist Redemptorist geworden. Und der andere Bruder, Andreas Fay, ist Priester geworden. Er war mehrere Jahre an St. Paul als Kaplan tätig, hat sich aber entschieden, die Stelle als Pfarrer auszuschlagen, um seine Schwester zu unterstützen, die Gemeinschaft der Schwestern vom armen Kinde Jesus ans Blühen zu bringen, würde ich sagen. Das soziale Engagement war Clara Fay, kann man so sagen, in die Wiege gelegt, weil ihre Mutter sozial sehr engagiert war und die Kinder auch früh angeleitet hat, das also aufzugreifen und mitzumachen.